Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Skikanal. Mein Name ist Julian Witting, ich bin Skilehrer und YouTuber aus Leidenschaft. Und wenn du das Skifahren liebst, dann abonnier doch gerne diesen Skikanal. Ja, im heutigen Video entführe ich euch wieder in ein Video aus der Reihe So ist das Skifahren in, beziehungsweise im heutigen Fall So ist das Skifahren auf der Winkelmoosalm Steinplatte. Ein Skigebiet, das sowohl aus Deutschland, aus Reit im Winkel erreichbar ist, als auch aus Tirol, aus Österreich, aus dem Pillaseetal, aus Weitringen erreicht werden kann. Genug geredet, jetzt wünsche ich euch eine ganz gute Unterhaltung mit dem Video. Zu Beginn des Tages geht es rauf auf die Winkelmoosalm Steinplatte aus Weitringen im Pillaseetal in Tirol über die Wolken, um das Skigebiet bei bestem Sonnenschein erkunden zu können. Das Skigebiet kann man übrigens auch aus Deutschland, nämlich aus Reit im Winkel erreichen. Reit im Winkel ist auch ein sehr, sehr schöner Skiort, wo man auch sehr schön langlaufen kann. Und wenn ihr schon mal auf der Winkelmoosalm Steinplatte wart, dann schreibt eure Erfahrung super gerne in die Kommentare. Ja, Wahnsinn, was haben wir für einen Traumtag erwischt. Die Sonne scheint und die Pisten sind perfekt präpariert und es ist nicht viel los. Ja, wie ihr hier seht, fahren wir aktuell hauptsächlich über blaue Pisten und so kann man das Skigebiet auch ganz gut unterteilen. Der Bereich, wo wir gerade unterwegs sind, ist eher blau geprägt und hinten im Hintergrund seht ihr dann eher den sportlicheren Teil des Skigebiets mit mehr roten und schwarzen Pisten. Insgesamt hat das Skigebiet 44 Pistenkilometer, davon sind 18 Kilometer blau, 22 Kilometer rot, 2 Kilometer schwarz und wir haben auch 2 Kilometer Skirouten. Und das Skigebiet geht von 750 auf 1900 Meter rauf. Ja, Freunde des gepflegten Skisports, jetzt sind wir im sportlicheren Teil des Skigebiets angekommen und wie ihr seht, ist für jede Könnenstufe etwas dabei. Was die Winkelmoosalm-Steinplatte für mich auszeichnet, ist, dass es auf einem wunderschönen Sonnenplateau ist, dass wir allgemein ein sehr, sehr schönes Panorama haben und somit dann auch zum Genusskarfen, zum Sonnenskilauf, aber auch zum sportlicheren Skilauf einlädt. Ist vor allen Dingen auch sehr gut für Familien geeignet, da das Skigebiet recht übersichtlich ist und zudem auch für die kleinen Gäste einiges bietet.
Wenn ihr noch mehr über die Steinplatte oder auch die Buchensteinwand, ein weiteres kleines, aber feines Skigebiet aus dem Pillersital erfahren wollt, dann schaut gerne mal hier oben links vorbei. Ja, Freunde der gepflegten Skiunterhaltung, ich hoffe, dass ihr einen guten Eindruck davon bekommen habt, wie das Skifahren auf der Steinplatte denn so ist. Wenn ihr Anregungen oder Feedback habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Und ganz, ganz wichtig, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Das lässt mein Herz höher schlagen. Ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, euer Julian. Ciao.